Jo, was geht ab, Leute? Und zwar hat Mois auf seinem Instagram-Account ein Bild hochgeladen, wie er vom Publikum auf der Bühne, natürlich Keller oder Kochschelle, ja, vorgesungen hat. Dazu hat er jetzt ein Video rausgehasselt. Mois ist sowieso einer der heftigsten YouTuber zurzeit Meine Lieben. in Deutschland. Bald hat er die 1 Million Abonnenten geknackt. Das wird nicht mehr lang dauern. Und ja, ich würde mal sagen, wir geben uns einfach mal das Video. Ich habe es auf jeden Fall auch noch nicht gesehen. Und ich würde sagen, let's go. Friends, ich sitze hier am Balkon und chille meine Eier. Voll viele von euch wollten wissen, wie der Tag gestern war, was wir da alles gemacht haben und so weiter. Da gab es kein vernünftiges Intro, deshalb ist das hier das Intro. Ich zeige euch ganz kurz ein paar Szenen, wie Stefan Stefanovic aufgenommen hat, was wir da gestern so gemacht haben. Es war unglaublich geil. Es war richtig krass, euch alle so krass zu sehen. Es war krass, vor fast 8000 Menschen da irgendeine Scheiße zu labern. Digga, schon krass. Vor 8000 Menschen dann einen Song performen. Schon geil. Ich war eigentlich nur dort, um Fotos zu machen und so weiter und da Unterschriften zu setzen. Aber dann haben die gesagt, Bro, Mama Kilo, The Coach. Also das war schon sehr krass. Und das ist ein kleiner Zusammenschnitt. Und danach geht es weiter, was wir heute alle so erlebt haben. Ich wünsche euch viel Spaß und Pins. Die Duo ist wieder vereint wie damals Quartier. Ich weiß, wir sind jetzt auf der Bühne. Wir sind nach dem Auftritt. Ich habe keine Ahnung, das sind 6000 Menschen da draußen. Ich habe keine Ahnung, was da labert. Ich weiß auch nicht, Bruder. Ich hoffe, du verstehst. Inshallah, ich kann nicht mal Russisch, Bruder. Ich habe erzählt, ich kann nicht mal. Das Video ist auf jeden Fall episch bearbeitet, also echt gut. Aber das ist halt auch echt so. Ich meine, im Internet steht immer nur so eine Zahl von Menschen, die dich abonniert haben oder so. Und wenn ihr mal überlegt, was 100.000 Leute sind, ich meine, am besten kann man sich das immer mit Fußballstadien vorstellen. Ich meine, Fußballstadion zwischen 50 und 80.000 passen da rein, je nachdem welches Stadion. Ihr wisst, was ich meine. Sagen wir mal zwei Stadien gefüllt und ihr steht in der Mitte und das sind eure Abonnenten. Wenn ihr 100.000 habt, habt ihr 1 Million, habt ihr 10, 20 Stadien voll gefüllt. Das ist übertrieben krass, kann man sich echt fast gar nicht vorstellen. Also, es ist echt so. Das sind gerade mal 8000. Wie krass das eigentlich ist. Aber, ja. Schon geil. Das ist das Neueste in so einem. Okay. Jawohl.
Der nächste Tag, wir sind hier gelandet. Also zum Song auf jeden Fall, ich feiere den, den Refrain übertrieben von San Diego. Er hat auf jeden Fall da einiges rasiert. Wie gesagt, wir warten natürlich immer noch auf das Album mit Kollega. Wer weiß, was da kommt. Man munkelt. Nur ein kleiner Teaser, was morgen passieren wird. Okay, nur ein ganz kleiner Teaser. Also, wenn ich Vlogs mache, Freunds, muss da wirklich was passieren. Oh, wenn shit. Wenn hier nichts passiert, dann ist ja auch nichts mehr. Der scheißt sich sowas von an. Ich habe gelbe Kacke an seinem Rücken gesehen. Okay, ich möchte nicht zu viel hier spoilern. Nicht zu viel spoilern. Das Video wird überkrass. Wir müssen jetzt essen. Cheetah ist sein Vater. Kamil Kamilovic ist auch irgendwo in diesem Kaff aufgetaucht. Wir machen hier so like a Tanzverbot hier. Apple Watch auf jeden Fall am Start. Muss. Geschmackstest. Von der Konsistenz her würde ich sagen, es ist ein schöner Burger. Natürlich heißt es Halal Basis hier. Salatblatt sieht mir nach guter Pflege aus. Die Gürkchen hier sind original getreu nach Art von Gurkensohn gemacht. Aber wenn ihr hier wie Tanzverbot am Start sein möchte, muss er auf jeden Fall den Autismus wieder einschalten. Der hat auch immer seine 5 Minuten. Spitz drunter. Ich habe da auf keinen Fall reingebissen, der ist genauso gekommen. Tanzverbot würde jetzt sagen, danke, dass ihr das hier reingemacht habt. Sehr nett von euch. Und jetzt, Freunde, der Biss. Schmeckt. Müssen wir noch überlegen. Ja? Ja? Also, wenn ich eine Note vergebe von 1 bis 10, wäre es 8,5. Ist nicht schlecht. Ist tatsächlich gut, ja. 9,95 kostet das Stück hier. Kann man machen. Getränk 17 Euro. Ja. Das war meine Bewertung zu diesem Cheeseburger. Geruch verbreitet den Auto. Und jetzt sind wir bei der Killer GmbH. Müssen kurz arbeiten. Bestes Parkschild. Das ja nicht mehr vorangeht, ne? Könnt ihr euch erinnern, der Boden war langsam. Krass, was die auch für ein fettes Haus gekauft haben. Und ja, steckt auf jeden Fall übertrieben viel Arbeit drin. Kann man schon machen, sich so runtergeranzte Häuser und so kaufen, aber da muss man viel, viel selber machen oder du musst die Leute kennen. Ich meine, da steckt immer so viel Arbeit drin. Das sieht der ein oder andere nicht. Steht hier voran, meine lieben Freunde. Dieser Scheiße hier, der mit der Boden und alles unter seinen gerade sind oder geschliffen werden könnte, damit das rüberkommt, der Scheiße, damit man Boden legen kann, hat ganze Nacht gedauert. Bounty. Du musst auf jeden Fall handwerklich begabt sein. Wenn du das nicht bist, kannst du sowas nicht kaufen. Das geht nicht. Man muss echt viel selber machen. Der größte Ehrenmann der Welt. Sind wir kurz hier? Dort, wo unser PC, Mikrofon, ein paar Sachen verlagert haben, weil Studio noch nicht steht. Ganz kurz was abchecken, meine lieben Friends. Jetzt habe ich gleich den Tisch. So, das ist der obligatorische Tisch hier. Steht noch nicht alles, zweites Mikrofon ist schon da. Ja, man, krass. Das Mikrofon von Sony kommt erst in 10 Milliarden Jahren. Wir werden hier ganz wenig arbeiten. Fettes Mikro. Die Projekte, die man noch nicht hören darf. Ja. Ach, übrigens möchte ich diese Szene hier noch einbauen. Ich bin am Scheißen. Wegen der Chili Challenge. Ja, zum 17. Mal, Leute. Stell dir vor, gestern die Chili gegessen, Magen am Arsch, komplett Meuga. Ganz knapp in der Früh um 7 Uhr muss ich fliegen. Moin. So, Friends, wir haben, wie spät ist es? Okay, meine Uhr ist ausgegangen, deshalb ist das Smartwatch total geil. Meinst du, wie spät ist es?
Scheiße, ist schon lustig, aber ich halt echt Fakt. Also, meine ist auch leer. Der Klassiker. Ja, ich bin zu voll aufzuladen, ist halt das Problem. 16:50 Uhr. Da, wenn du gefragt hast, habe ich mich komplett eingesorgt. Alhamdulillah, kleine Pixel. Es ist 16:50 Uhr, hier beende ich den Blog, meine lieben Friends. Wir werden noch ein paar Sachen machen, aber ich muss dieses Video so um 18, 19 Uhr hochladen. Wenn ihr ab und zu so mehr vom Alltag sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Vergisst nicht, alles zu ficken. Wenn morgen um 18 Uhr das krasse Video kommen soll mit richtig oder Looping oder Kunstfliegen oder richtig oder Flugzeugabstürze und sowas, das ist sehr krass geworden, aber allein das Schnittmaterial ist 2,5 Stunden und circa 700.000 Tonnen Dateien. Aber wenn es morgen schon kommen soll, dann zeige ich es mir anhand der Bewertung. Wir sehen uns das nächste Mal. Geil, auf jeden Fall Respekt, vor 8000 Leuten aufzutreten, ist auch schon mal eine heftige Zahl. Ja, Mois hat auf jeden Fall bald 1 Million Abonnenten. Feier ich übertrieben. Keller der Kochschelle hat 3,5 Millionen schon hier auf YouTube. Ich glaube, Spotify auch 3 oder 4 Millionen. Geil. Weil der Junge hat schon 200 Millionen Klicks generiert. Der ist ein richtiger Hustler. Mir überlegt, der macht gerade mal 2 Jahre YouTube, 2,5 Jahre. Krass. Zum Beispiel Inscope macht 9 Jahre jetzt. Schon heftig. Ja, wie gesagt, also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace.